Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge On The Hills zusammen mit dem David, mit dem Skipper und jetzt neu im Team, zwar nur Audio, nachher auch bei den nächsten Folgen wahrscheinlich mit im Spiel, der Moritz. Moin. Hallo. Hallo. Oh. Die Vorstellungsrunde ist vorbei, das Feld ist gewechselt und wie gesagt, wir haben jetzt die News vorgezogen, die wollten wir jetzt halt direkt raushauen in der letzten Folge mit Horsch und dem DLC, dem Free DLC, das da kommen wird. Und nun ist es so, dass wir ja in der letzten Aufnahmesession doch relativ viele Kommentare besprochen haben, beziehungsweise auch unsere Meinung dazu geäußert haben. Und der liebe Fan TurboShift, an dieser Stelle schöne Grüße an dich, hat einen riesigen Kommentar bezüglich dem Thema BGA unter mein Video geschrieben und hat einiges richtig gestellt, beziehungsweise hat auch teilweise seine Meinung kundgetan, was ich super klasse fand, weil so hast du auch mal oder so haben wir auch eine andere Ansicht gesehen der Dinge. Und zwar ging es da um das Thema der BGA, wo wo ich gesagt hatte, man macht sich's halt einfach, man pflanzt Mais an und ja, lässt es quasi ernten vom Lohnunternehmer, das womöglich dann noch von den Biogasbetreiber Anlagen bezahlt wird. Und der liebe Fendt, TurboShift, hat geschrieben, dass so eine Maisaussaat gar nicht so einfach ist, beziehungsweise diese Maisdrille oder die Maislegemaschine die meisten Höfe gar nicht besitzen. Das heißt, die müssen entweder gemietet werden oder man muss auch dafür schon einen Lohnunternehmer bestellen. Und dann hat man halt noch relativ viel Aufwand bezüglich dem Thema, das Ganze zu hegen und zu pflegen, bis es wirklich erntereif ist. Und das fand ich sehr schön geschrieben und das... Deswegen wollte ich das auch in der Folge ansprechen und dir an der Stelle nochmal danken. Er hat auch geschrieben, dass es nicht so ist, dass es immer nur Mais an der einen Stelle gibt, sondern oder dass immer nur das ein und selbe Acker da angepflanzt wird oder bepflanzt wird mit Mais, sondern dass es doch oft in der Wechselwirkung oder in abwechselnd gesät wird. Und der Acker, den David angesprochen hat in der Folge, wo jetzt bestimmt das zweite oder dritte Mal geführt mit Mais angesät wurde, das kann daran liegen, das ist halt seine Theorie, dass der Boden keine anderen Mineralstoffe hergibt, als dass da halt nur Mais angesät werden kann. Okay. Halt kurz, haben wir noch irgendwo einen zweiten Anhänger oder nur den? Wir haben nur den. Obwohl, wir haben noch einen kleinen Brandner, glaube ich, aber der lohnt sich nicht. Ja. Was ja auch so eine Sache ist, wir beide kommen ja jetzt nicht so wirklich aus der Landwirtschaft, wir interessieren uns für das Thema, aber wir haben ja halt selber nicht irgendwie zu Hause einen Hof oder helfen irgendwo. Ich glaube, da hätte ich gar nicht Zeit, so viel Landwirtschaftssimulator zu spielen. Ja, das kommt wahrscheinlich auch dazu. Und deshalb, wir machen uns halt so unsere Meinung von dem, was wir hören, aber wir haben natürlich wenig oder gar keine praktische Erfahrung. Deshalb ist es natürlich spannend, wenn ihr die habt und die so ein bisschen mit uns teilt. Genau. Also, wie gesagt, wir sind nicht beratungsresistent. Wir haben zwar beispielsweise unsere Meinungen zu verschiedenen Themen, aber wir lassen uns auch gerne eines Besseren belehren. Und das war hier definitiv, sage ich mal, der Fall. Und deshalb, ihr braucht keine Angst zu haben. Also, wir blocken weder eure Kommentare weg, wenn ihr da das Ganze sachlich und auch höflich schreibt, noch werden wir irgendwie hier dann einen Shitstorm lostreten oder sowas, sondern das ist einfach aktiv leben mit der Community zusammen. Das heißt, stellt sich immer quer. Das heißt also, wir freuen uns, wenn ihr uns da Kommentare schreibt und eure Meinung kundtut. Ja. Deshalb. Und dann lernt man halt auch was für vielleicht andere Themen. Klar. Dafür haben wir wiederum andere Themen, wo wir wahrscheinlich besser Bescheid wissen als dann manch andere. Weil wir vielleicht dann aus einer anderen Branche kommen, beziehungsweise dort vielleicht schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben als der ein oder andere Zuschauer. Ja, und das ist doch auch schön, dieser Wissensaustausch. Genau. So ist es auch beispielsweise so, dass der Moritz, der auch heute hier ist, auch einen Kommentar geschrieben hat.
und uns auch ein bisschen aufgeklärt hat über den Steier, den wir haben. Den, jetzt muss ich wieder auf die Seite gucken, dass ich nichts falsch erzähle, den Steier CVT 6165. Und zwar ist es trotzdem, das habe ich jetzt gelernt, normalerweise ist die Viererreihe die Profireihe. Ja. Allerdings ist es hier so, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse wieder, Moritz, wenn nicht, musst du mich wieder korrigieren, ist es so, dass der Steier 6165 das CVT-Getriebe hat und somit zwar auch noch zur Profiserie gehört, aber andere Komponenten verbaut sind in dem Traktor. Also ist das so ein bisschen mehr Richtung Puma, ne? Ja, ne, ja. Und das ist, aber CVT, Moritz, war das nicht ein, ist das nicht irgendwie eine Zusammenarbeitung mit Case? Und Case New Holland, die CVI, hat früher die CV ES und CVX Board, da waren die Sterre die 91er. Und da hat es mit New Holland noch nicht zusammengebaut. Da war es dasselbe. Und CVT ist jetzt die gleiche Serie, die mittlere Serie von Sterre und das Getriebe. Oh. Multi ist ja auch so eine, ist dann die Serie das eine da drunter, ne? Zwei drunter. Zwei drunter, okay. Was liegt dann zwischen Profi und Multi? Gibt's nix. Ah, da gibt's nix, okay. Es gibt Kompakt, dann gibt's die Multi, dann gibt's die Profi mit 4-Zylinder und einen mit 6-Zylinder. Den, wo wir ja haben? Ja. Hm. Dann die, na doch nicht, dann die CVT mit 6-Zylinder, den habt ihr da im Spiel. Okay. Und dann ist er der Terus. Genau, das ist so ziemlich das Größte dann. Ja. Das ist das Größte, oder? Ja. Ja, ne? Also irgendwie, also der Steier hier kommt mit der Sämaschine hier an seine Grenzen. Hast du? Also, ja, das ist ja die schon die große, ne? Ja, weil der stellt sich quer mit der. Ja. Ich sag mal Mensch. So, wir werden sehr, sehr bald einen dicken Schlepper kaufen müssen. Das haben wir ja schon festgestellt. Weil auf diesem Server hier wird definitiv Strohbergung stattfinden. Und ja, dafür brauchen wir. Ach, was ist das? Mhm. Definitiv. Also 350 PS, sowas wären schon sinnvoll. Daniel, fährst du quer, siehst du mehr. Aber ich kann mich auch noch nicht entscheiden, was für ein Schlepper. Ich müsste mal nach 8Rs gucken als Mod. 8Rster hätte ich vielleicht noch Bock drauf. Ja. Ein 8R gibt's. Weil 900er, großer MF und Valtra sind halt dadurch, dass die standardmäßig im Spiel sind, schon irgendwie ein bisschen durch, ne? No, ich hatte noch einen anderen Vorschlag. Magnum oder T8? Nein. Sind mir beide zu alt, weil sie halt schon teilweise 13er und 15er Geräte sind. Derion? Oh, okay. Und du sagst also, wir sollen aus der leeren Tasche jetzt auch noch den Stoff rausreißen, so ungefähr. Ja, ich meine, wie gesagt, es muss ja nicht der dicke 5000er sein, es gibt doch auch den 3.8er. Die alte Version davon. Ja, wobei, da muss ich dir sagen, da hätte ich eher die 900er Serie von Klaas genommen. Den Axion? Ja. Was denn, mir gefallen diese anderen, diese Trucks da besser. Aber wie gesagt, das kann David entscheiden, das ist sein Hof hier. Also da 8R ist halt noch irgendwie ganz cool, weil so bullig, lange Haube und so, ne? Ja gut, dann kriegst du einen Johnny, dann hol ich mir einen Xerion irgendwann, wenn wir in Geld schwimmen. Wenn wir mal in Geld schwimmen sollten. Genau. Oder uns mit 5er nach dem Stuhlgang das Gesäß sauber wischen. Und das kannst du ja machen, wenn du das machst. Kipper, du hast ein Niveau, das du wieder in die Folge reinbringst, das ist spektakulär. Wie sieht es eigentlich zeitlich aus? Ich habe es mal wieder verballert. Wir haben noch Zeit. Ja, habe ich. Ich glaube, 10 haben wir jetzt erst oder so. Ja, 10 ist ganz gut. 10 ist gut, das hört sich gut an. Ja, wie gesagt, das sind Zukunftspläne. Aber wie gesagt, wir können vorher, ich glaube, sogar echt noch dein Puma kaufen. Ja, das Problem ist, das DLC kommt schon in 6 Wochen, ne? Ja, aber guck mal in die Lager rein aktuell. Wir haben fast auf allen Sachen haben wir Bestände. Ja, aber nicht genug.
müssen, bei einem Ethereum müssen wir über 300.000 Euro kalkulieren, sage ich mal. Na gut, wir brauchen noch mehr, wir brauchen die Halle und alles dann. Ja, das Ding kostet am Ende 1 Million. Ist so. Na ja. Dann hören wir jetzt mal auf, Geld hier rauszuhauen. Aber trotzdem fand ich, dass die PS-Erweiterung von Maxum mit Sinn gemacht hat. Aber wir werden dann sehr, sehr bald, denke ich, den kleinen die Holland verkaufen. Ja, der hat eh nicht mehr so viel Wert, glaube ich. Nö. Durch das Spulen verliert er ja auch Wert. Ja. Verlieren die ja alle. Oh, freue ich mich, wenn du deinen nächsten Schlepper hast, dass ich endlich den Fan dann nehmen kann. Ah, im Endeffekt ist es ja auch nur Spaß. Ja, klar. Wer fährt denn eigentlich gerade? Ich habe den Maxum. Ich habe den Steyr. Wenn man gerade so drüber nachdenkt, der Maxum ist jetzt einer von den Dicken, ne? Mit dem Motor-Update. Ich glaube, ja, der hat, glaube ich, jetzt so viel wie der Steyr. Ja. Oder ich glaube, der Steyr hat noch 4 PS mehr. Ja, und der, Fendt hat sogar 3 PS weniger oder so, ne? Ne, der hat die meisten, der hat 165. Ach so, stimmt, der war ja 15 mit Boost. Ja, der war mit Chippy. Aber eine kurze Frage an dich, Moritz. Du kommst ja aus Österreich. Ja. Ist es eigentlich wirklich so, dass in Österreich so die Marke Steyr so populär ist, wie jetzt in anderen Ländern beispielsweise die Marke von dem Land? Also, dass das so bei euch so ein bisschen Kultstatus hat, diese Traktormarke? Jetzt ist es nicht mehr so, aber bei uns war es jetzt so, bevor man sich einen Käse kauft, hat man 2000 mehr erzählt und dafür einen Steyr gekauft. Jetzt ist es zum Tier weiterfahren. Ah, okay. Hatte Steyr eigentlich damals irgendwie was Besonderes, dass die sagen, das waren Traktoren, die du sehr gut auch im bergigen Gelände sehr gut nutzen konntest? Oder waren die einfach so... Also ich weiß nicht, was eine Steyr unterscheidet beispielsweise vom Case. Ist das nur die Marke, die dann aus Österreich kam, oder gibt es da noch irgendwelche anderen Besonderheiten, die jetzt mich als Nichtsahnenden sagt, kauf dir lieber einen Steyr, dann hast du einen Vorteil gegenüber von einem Case. Weißt du das? Also ich glaube, so von der Basisgetriebe Motor ist das... Ist sonst eigentlich das Survey. Ja. Ist halt, glaube ich, auch Geschmackssache, ne? Wahrscheinlich ja, in der Kabine werden noch Unterschiede sein, wie gut die gedämmt ist und so. Ich finde aber schön, dass, wenn so Marken aufgekauft werden, dass die aber dann trotzdem noch weitergeführt werden. Ja. Und Steyr hat auch irgendwie was, also muss ich ehrlich sagen. Finde ich ganz cool. Case auch, auf jeden Fall. Nur dir gefällt die Motorhaube nicht mehr. Ja, ich fand die alte ein bisschen cooler. Und wer ist? Vom Steyr. Wobei, ich glaube, in echt sieht die auch besser aus. Wir werden es auf der Agritechnica sehen, wenn wir da sind. Genau. Ja. Haben wir dann eigentlich auch Zeit für auch über die Messe zu gehen? Oder sind wir dann relativ viel gebunden? Ich sag mal so, ich denke mal 2 Stunden von dem Tag sind verplant. Mhm. Aber den Rest der Zeit möchte ich auf jeden Fall auch über die Messe gehen. Das Problem ist, das ist zu wenig. Also man ja. wird definitiv nicht alles sehen können. Ja, man kann eigentlich mit zu den Highlights hingehen. Wie? Nimmst du wieder mit Nico mit? Nico, ich denke schon, ich hoffe es. Gut. Also kommt ein bisschen drauf an, er ist glaube ich vorher noch mit der Schulklasse da. Ja. Na gut, macht ja auch Sinn wegen seinem Beruf. Ja. Er ist ja jetzt auch bald fertig mit der Ausbildung. Hat er mal erzählt. Dass jetzt die Tage mit ihm mal sprechen können im TS. Aber so ist das, ja. Oh, ich hätte gerne 2 Tage gemacht, weißt du, einen, um sich die Messe richtig anzuschauen und dann einen, also was weiß ich, Freitag, Samstag und dann... Aber kein Urlaub? Ja, ich habe da, also ich kann da auch keinen Urlaub nehmen, weil ich habe Lehrgänge. Hm. Da darf ich nicht. Und in der Ausbildung ist es sowieso blöd, wegen Berufsschule und so. Da sollen wir eigentlich nur während der Ferienzeit Urlaub nehmen. Ja, und das ist halt das Problem. Weil sonst wäre halt schön, Freitag quasi so für mich, mich zu informieren, mir alles anzuschauen. Und Samstag auch noch, wenn man da Bock drauf hat gerade. Und ansonsten halt der Vortrag und vielleicht ein bisschen mit Leuten treffen. Mal schauen, ob sich da jemand meldet. Ich lese auf jeden Fall immer, wenn ich sage, okay, hier Gamescom dieses Jahr treffen und so, ist ja bei den meisten YouTubern dann immer schon, sag ich mal, so standardmäßig, dass man das macht auf einer Spielemesse. Ja, klar.
Aber ich höre dann immer so Kommentare wie, bist du dieses Jahr auch auf Agrotechniker? Also. Ja gut, es ist halt ein anderes, ja, du bedienst halt ein anderes Klientel. Ja. Vor allem, wie gesagt, das mit den Fans, du triffst die halt eher auf Farmcon und Agrotechniker. Ja. Das ist halt so. Ja, und Farmcon ist halt noch klitzeklein, ne? Das ist was ganz anderes. Da kommt ja, da hast du da, das ist ja wirklich, Tausendste. Da hast du ja wirklich YouTuber zum Anfassen. Ja. Also das ist gar kein Vergleich zur Gamescom. Ja, aber. Aber. Danke. Aber sind wir durch. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr auch wieder Kommentare habt, beziehungsweise Gesprächsthemen, haut sie bitte in die Kommentare und entschuldigt bitte, falls wir nicht alles gelesen haben. Wie gesagt, ich lese auch bei David mit. Ich vergesse aber auch manchmal einfach was, weil ich dann, keine Ahnung, vor 3-4 Tagen gelesen habe, dann schreibe ich es mir nicht auf. Bitte seid nicht sauer oder enttäuscht, dann schreibt es einfach gerne wieder in die Kommentare und das Kommentar, wenn wir damit was anfangen können oder das Gesprächsthema, werden wir es auch sicherlich in der Folge besprechen. Also macht's gut, bis dahin und tschüss. Ciao.